Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und heute nehme ich euch mit in den Wald und zu meinen 5 Minuten. Ich habe das große Glück, direkt am Wald wohnen zu können. Sprich, ich verlasse den Zaun, das Haus und sehe schon zum Wald hin und das ist natürlich ein großes Glück und ich bin unendlich dankbar, neben einem Wald wohnen zu können. Und ich sag es euch so, ich liebe ihn. Er hat so was Wertvolles, Ruhiges und Wichtiges für mich mittlerweile, dass ich einfach fast täglich mich in dem Wald befinde oder wie im Wald mit den Kindern laufen. Er hat eine bestimmte Ruhe, eine bestimmte Kraft. Er nimmt mir den Stress, die Sorgen und macht meine Gedanken frei. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich suche mir im Wald eine schöne Stelle, einen Platz aus und dann setze ich mich hin und mache mich erstmal frei. Man sollte sich wirklich total wohlfühlen. Man sollte spüren, wo man ist, wie sich alles außerhalb anfühlt. Ich mache mir die Haare auf, setze mich einfach, wie gesagt, bequem hin. Und dann fange ich auch schon an mit meiner kleinen Übung, die ganz, ganz einfach funktioniert und die jedermann wunderbar umsetzen kann. Und die beginnt mit einem ganz tiefen Einatmen, Halten und Ausatmen. Loslassen. Tief einatmen, halten und loslassen. Und nochmal. Einatmen, halten. Loslassen. Eine ganz, ganz einfache, aber sehr effektive Übung. Danach nehme ich mir noch ein bisschen Zeit für mich, um meinen Körper zu hören, zu fragen, wie es mir eigentlich geht, zu spüren, was gerade in mir passiert, einfach die Augen zu schließen, kurz nachzudenken, zu genießen. Ich streiche über meinen Körper, mein Gesicht, aber auch über meine Hände. Fass mich an, spüre mich. Und atme einfach ganz ruhig weiter. Mache meine Gedanken. Spüre den Wind, die frische Luft. Und genieße. Das ist wirklich ein Moment, den ich sehr, 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 sehr genieße. Das ist eine Übung, die so einfach ist, die so leicht umzusetzen ist und die einem so viel Kraft schenkt. Und diese Kraft und Energie könnt ihr überall einsetzen. Das muss nicht ein Wald sein. Das kann bei euch zu Hause ein sehr schöner Platz sein, ein Sofa, ein Teppich. Ein Boden, der euch gefällt, wo ihr euch wohlfühlt. Das kann bei euch im Büro sein. Das kann von einem wichtigen Auftritt sein. Überall. Und hier nehme ich mir nochmal die Kraft des Waldes, nämlich einen Baum umarme. Vielleicht für den einen oder anderen etwas komisch, aber ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie es ist, was Lebendiges zu umarmen, was einem einfach Kraft, Liebe und Fürsorge gibt. Probiert es einfach mal aus, dann werdet ihr mich verstehen. Und wenn natürlich dann auch noch die Sonne scheint, dann gönne ich mir auch da einen Moment, schließe einfach die Augen und tanke die Energie der Sonne. Das ist so, so schön. Wie gesagt, diese Übung oder diese Atemübung ist die allereinfachste und verhilft mir ganz, ganz oft, positiv zu denken, runterzukommen, aber auch in einem Streit, in einer Diskussion ruhig zu bleiben und einfach mal kurz durchzuatmen, bevor ich weitermache, Sachen sage oder Dinge tun, vor denen ich vielleicht aufgeregt bin, nervös, wütend, wie auch immer. Das kann man still und leise machen und das merken nicht mehr andere Leute. Von daher ist es eine sehr schöne und effektive Übung, die ich jedem ans Herz legen kann. Und ansonsten genieße ich einfach noch kurz den Wald, die Blumen, den Wind, all die Sachen, die mich umgeben. Das kann auch der Schnee, der Regen sein.
Lasst euch da nicht beeinflussen vom Wetter, sondern nehmt das an, was ihr gerade seht und spürt. Das ist nämlich so, so schön. Hier die Sonne nochmal. Ja, und somit habe ich meine 5 Minuten gehabt und gehe völlig glücklich, entspannt und sehr zufrieden nach Hause. 5 Minuten hat jeder.